Hallo liebe Leute, groß und klein, es ist mal wieder Graphos Time. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu Hearthstone Fluch von Naxxramas. So, letztes Mal haben wir schon Anub Arak besiegt, heute ist die Großwitwe Faerlina dran. Und ja, ich wurde in den Kommentaren hingewiesen, dass mein Deck nicht so wirklich gut sein soll. Ich habe jetzt ein paar kleine Dinge umgestellt, aber nicht so extrem, denn im Großen und Ganzen, wie gesagt, bin ich mit dem Deck immer gut gefahren. Das Deck mag für manche wirklich irgendwie willkürlich zusammengestellt ausschauen, aber ihr wisst ja selbst, wie das ist. Wenn man sich mit einem Deck wohlfühlt und ja gute Ergebnisse damit erzielt, dann reicht das schon aus. Ich halte auch hier, wie in den meisten anderen Spielen, nichts davon, dass ich mal irgendein Deck von einer Webseite kopiere, denn das bringt alles nichts. Die mögen da zwar ein super geiles Deck zusammengestellt haben mit super geilen Kombos, das Problem ist aber, ich bekomme dann meistens die Karten nicht so daher, wie ich sie dann in dieser Kombo brauchen würde. Und ja, für mich ist dann so ein Deck wiederum scheiße und deshalb, ja, ein bisschen Nachsicht mit mir. Und dann würde ich sagen, Ende der Ansprache, legen wir einfach mal los. So. Münzen werden gezinkt. Experimentiere an Dienern. Na brav. Thrall gegen Großwitwe Faerlina. Meine Akolyten gehorchen mir bedingungslos. Eure Zeit ist gekommen. Okay. Ja, der ist zum Beispiel neu. Der Messerjongleur, den habe ich mir jetzt reingemacht. Den hatte ich schon mal im Deck. Keine Ahnung, wieso ich ihn wieder rausgeschmissen habe. Der ist eigentlich ziemlich cool. Ja, Heilung der Ahnen und die Spottkarte ist zwar ein bisschen teuer, aber ich lasse jetzt trotzdem mal. Denn ich kenne das. Wenn ich hier eine Spottkarte wegklicke, dann brauche ich jedes Mal wieder 10 Runden, bis ich wieder eine bekomme. Die Wildgeister. Okay, ich kann hier eh nichts machen. Mein Zug, ja. Ihre Fähigkeit ist halt ziemlich wirklich böse. Feuert für jede Karte in der Hand eures Gegners ein Geschoss ab und puh, da muss ich wirklich schauen, dass ich da nicht so viele Karten immer drin habe. Sehr gut, da kommt gleich mal der Spott-Totem. Kniet nieder. Ah. Boah, du Scheiße. Ja, wenn du den Mister jetzt öfters benutzt, Mädel, dann werden wir mal keine Freunde werden. Sie macht wieder den Scheiß. Das gibt's ja nicht. Du verarscht mich doch, Mädel. Boah, ich muss da dringend ein paar Karten loswerden. Der hat 2 Leben. Den benutzt den Scheiß jetzt sicher gleich wieder. Das ist ja abnormal, oder? Komm, ihr verarscht mich doch hier, oder? Das kann's ja echt nicht sein jetzt. Okay. Schade, dass ich jetzt nicht 6 Mana habe, sonst könnte ich ein bisschen mehr spielen. Ich spiele mal ihn. Was ihr wolle. Und ihn. Ja, jetzt habe ich wieder 5 Karten in der Hand. Das heißt, wahrscheinlich wird irgendein Diener wieder sterben. Das ist ja ganz schön heftig. Ja, toll. Und das ist schon hin. Was sind denn das? Das ist für eine kranke Heldenfähigkeit. Todesröcheln, euer Gegner zieht eine Karte. Oh Mann. Der hätte jetzt mal 6 Leben. Dann habe ich aber nur einen Mana-Punkt mehr und kann so sozusagen nichts mehr ausspielen.
Schön, ja, egal. Boah. Auf in die Schlacht, Mare. Und so wie es aussieht, benutzt ihr die Heldenfähigkeit jedes Mal, hm? Ins Grab. Aha, okay, jetzt werden da mal ordentlich Diener gespielt. Ah, okay, diesmal nicht. Okay, die hat man schon. Nekroritter, vernichtet benachbarte Diener. Seine Diener, oder? Das ist jetzt die Frage. 2 bis 3 Schaden würde das machen. Okay, wenn ich Glück habe, könnte ich 3 töten. Aber auch nur, wenn ich den vollen Schaden rausbekomme. Ja, ich riskiere es einfach mal. Vielleicht habe ich ja Glück einmal. Jawohl. So, ah. Sie selbst bekommt dann auch 3 Schaden. Das ist... Ach, stimmt, durch die Pferdekarte. Jetzt überlege ich. Nur den Icewind Yeti vielleicht? Die Verdammten stehen. Gut, ich hätte ihm noch Spott geben können, dann wäre ich noch eine Karte losgeworden. Okay, wenigstens benutzt er nicht die kranke Fähigkeit. Oder sie, besser gesagt. Noch eine Spottkarte. Da ist wieder der benachbarte Diener. Aha, Kultmeisterin, okay. Zieht jedes Mal eine Karte, wenn ein Diener stirbt. Das gefällt mir schon mal überhaupt nicht. Verleiht einem Tinoar Windzorn. Da würde ich mal sagen, ihm da. Die Macht der Winde. So, dann quetschen wir das dazwischen. So, dann würde ich fast behaupten. Ich muss zuerst die hier töten. Dann heilen wir den voll. Was passiert hier? Verleiht einem zufälligen befreundeten Diener +3 Leben. Das will ich natürlich nicht. Ich würde am liebsten den noch gerne ausschalten. Wenn ich den töte, tötet er den automatisch auch mit. Aber mein Icewind Yeti wäre dann auch Geschichte. Ja, aber ich sag besser so, als wenn er mir dann was reinwirkt. Scheiß drauf. Okay. Ja, natürlich wieder die Heldenfähigkeit. Klar doch. Tötet sie im Namen des Meisters. Die Witwe umarmt mich. Oh Mann. Mist. Konnte ich nicht von dem profitieren. Okay, das Feuerelementar. Euer Held hat plus einen Angriff, wenn ihr am Zug seid. Ach du Scheiße. Auch nicht schlecht. Du hast nur Windzorn, keinen Ansturm. Ich überlege aber, das Feuerelement da zu machen. Da kann ich aber nur 3 Schaden verursachen. Oder ich spiele Spott aus. Versuchen wir es mal so. Und ihn da auch noch. Und weil es so schön ist, dann noch ein Totem. Und ich hoffe nur, dass jetzt der nicht stirbt. Ja, toll. Ja, okay, zum Glück hatte ich nur mehr 2 Karten. Zieht jedes Mal eine Karte, wenn ein Diener stirbt. Euer Gegner zieht eine Karte. Ah, okay. Sehr schön, gut, dass du die opferst. Ah, jetzt wäre cool gewesen, Kampfrausch. Ah, wäre das geil gewesen. So. Dann würde ich jetzt mal sagen... Nein, ich leg dich hier hin.
Okay. Und dich lege ich dann noch, quetsche ich hier rein. Sehr schön. Und gewonnen! Yeah! Boah, dafür, dass es wirklich extrem angefangen hat mit der Heldenfähigkeit, also da muss man wirklich aufpassen, dass man... Berlinas Tod ist unwichtig. Die Spinnenkönigin wird euch mit Leichtigkeit eliminieren. Ne, das werden wir erst sehen. Ja, da muss man wirklich aufpassen, dass man nicht Karten sammelt, also... Puh, das kann sonst böse enden. So, Großwitwe Feierlina besiegt. Gut, wir bekommen jetzt zweimal den Netzfürst der Neruba. Diener mit Kampfschrei. Kosten 2 mehr. Okay, 2 Mana, 1 Schaden, 4 Leben. Sehr schön. Und natürlich haben wir gewonnen. Ist ja eh logisch. So. Gut. Die Aufnahme läuft gar nicht so lange, aber ich würde trotzdem gern... ein Boss pro Folge machen. Ich würde mal sagen, wir hören uns noch an, was er über Maixna sagt. Maixna ist eine riesige Spinne. Toll. Die gewaltige Spinnenkönigin brütet endlos Spinnlinge aus, die sich an den Überresten von Eindringlingen laben. Ah, und ihre Heldenfähigkeit kostet 3 Mana. Fangnetz, Heldenfähigkeit, lasst einen zufälligen feindlichen Diener auf die Hand eures Gegners zurückkehren. Boah, das wird auch übel werden. Wenn die da dann starke Karten rausnimmt, da bin ich bin ja sowieso schon gespannt auf die ganzen heroischen Versionen dann dieser Bosse. Ja, würde ich mal sagen, war halt jetzt mal eine kurze Folge. Ich habe ja bei der letzten auch ein bisschen rumgequatscht. Was ich noch machen kann, ich zeige euch ein bisschen mein... Nein, zurück will ich nochmal. Mein klein bisschen überarbeitetes Deck. So, ja. Ich habe jetzt so die Zauberkarten von einigen, habe ich jetzt nur mehr eine drin. Zum Beispiel Heilung der Ahnen, Macht der Totems, Blitzschlag, Frostschlag, Gabelblitzschlag, Waffe des Felsbeisters, je nur einmal... Den Staubteufel habe ich das letzte Mal schon reingenommen. Die Sturmgeschmiede der Axt habe ich ja jetzt auch nur einmal drin. Dann einmal extra Windzorn. Weiß ja nie, wann es brauchen kann. Dann Flammenzungentotem lasse ich zweimal. Da habt ihr ja gerade gesehen, da kann man wirklich gute Kombis auch spielen. Cool wäre es natürlich auch gewesen, wenn ich Kampfrausch bekommen hätte. Dann hätte ich das Ganze schon ein, zwei Züge früher fertig machen können, aber ich habe dann jetzt nur mehr einmal drin, ich hatte den mal zweimal drin, da habe ich die Karte öfters bekommen, aber ehrlich gesagt, öfters als einmal braucht man sie meistens eh nicht. Dann den Frostwolf-Grunzer, eine billige Spottkarte will ich schon unbedingt haben. Dann auch den Messer-Jongleur, da habe ich jetzt, was habe ich da ausgetauscht, den Kobold-Geomanten, also plus ein Zauberschaden. Ich habe eigentlich eh mein Totem, wenn ich das Glück habe und es kommt der Zauberschaden, dann reicht das eigentlich eh aus. Gewittersturm auch zweimal, denn das fügt einfach allen feindlichen Dienern 2-3 Schaden zu und ja, die hat man schon öfters den Arsch gerettet, wenn ich die wirklich zweimal hintereinander hatte oder zweimal im Deck hatte. Verhexung hatte ich früher einmal, ich fahre besser, wenn ich das zweimal drin habe. Leider auch mit zweimal, bekomme ich die so selten daher. Schade, aber man kann da wirklich starke Diener damit neutralisieren. Wildgeist lasse ich auch zweimal, das sind einfach, ist eine coole Spottkarte. Denn ich habe oft das Glück, dass ich einen Wildgeist bekomme in der gleichen, oder hat dann vielleicht schon Flammenzunge drin und in der nächsten Runde bekomme ich dann Kampfrausch. Und wenn dann die drei stehen, dann, ja, kann ich auch mal einen guten Schaden raushauen, sobald die drei natürlich nicht umgebracht werden. Was habe ich dann noch? Entfesselter Elementar, allein schon wegen den Überladungskarten, die ich alle habe, dass ich den dann stärken kann. Dunkleisenzwerg, den finde ich auch sehr gut. 4 Mana, 4 Schaden, 4 Leben und er kann einem Diener 2 Angriff in diesen Zug geben. Ja, da wurde mir gesagt, ja, ich soll... Boah, was hatte ich? Den Ogermagier hatte ich da vorher. Austauschen gegen den Eiswind Yeti habe ich jetzt gemacht. Ja, ist auch irgendwie logisch, ja. Zauberschaden hätte ich eh durchs Totem. Dann noch den Schildmeister von Senshin. Eine 4er Sportkarte, dann der Windsprecher, den finde ich auch cool. Er selber macht eigentlich auch einigermaßen okay Schaden, kann auch Windzorn verteilen, ist auch super.
Ja, dann natürlich mein Kampfrausch. Jetzt werden sich viele wundern, wieso ich da die Karte drin habe, also Elite Tower und Chieftain. Die hat man damals bei der BlizzCon bekommen. Weil ich sagen muss, man hat eine Chance, eine von drei Karten zu bekommen. Entweder einen zufälligen Diener der Horde zu beschwören, oder diese Karte, die dafür Schaden macht. Oder man kann 3 bis 5 Murlocs beschwören. Und ich muss sagen, in gefüllten 70-80% bekomme ich die Murloc-Karte. Und ich habe wirklich oft, dass ich da wirklich 5 Murlocs bekomme. Und dann habe ich meistens Kampfrausch dann noch drin liegen. Und sollten dann bis zur nächsten Runde nicht alle Murlocs umgebracht werden, ist das einfach super. Dann schmeiße ich meistens Kampfrausch an und dann kann ich wirklich guten Schaden rausballen. Und deshalb lasse ich die noch drin. Ja, ein Moragrappler, Spott mit 5. Den Banischen Kodo, den habe ich mir eigentlich wegen Anubrekan reingemacht, weil ich finde den cool. Sein Kampfschrei vernichtet einen zufälligen feindlichen Diener mit maximal 2 Angriff. Hat man auch schon öfters so das Leben gerettet. Als Feuer-Elementar finde ich sowieso super. Wenn man es ausspielt, auch Kampfschrei, verursacht 3 Schaden. Damit kann man auch oft den Diener ausräumen. Ich habe es eh gerade gesehen, zum Beispiel auch. Und dann noch die Priesterin von Elun, dass ich mich einfach mal so ein bisschen notfalls ein bisschen heilen kann. Es sind zwar nur 4 Heilungspunkte, aber sie selber macht dann halt auch noch 5 Schaden. Und finde ich auch okay. Ich meine, wenn ihr da vielleicht irgendwie sagt, ja, das und das ist noch scheiße, könnt ihr ruhig gerne in die Kommentare schreiben. Ja, wie gesagt, solange ich gut mit dem Deck fahre, lasse ich das halt. Auch, wenn ich da jetzt wirklich mal sehe, bei diesen Bossen vielleicht, ich habe da extreme Probleme oder was, dann stelle ich es natürlich um, das ist ja klar. Ich werde jetzt nicht auf Biegen und Brechen 20 Mal gegen irgendeinen Boss verlieren und einfach dieses Deck verteidigen. Wenn ich sehe, das geht nicht, dann stelle ich natürlich Sachen um, das ist logisch. Ja, ich habe jetzt wieder eine neue bekommen. Wo ist denn sie? Wo ist die jetzt? Da. Diener mit Kampfschrei kosten 2 mehr. Das wäre eine Überlegung, so eine einmal reinzunehmen. Nur ehrlich gesagt weiß ich noch nicht so recht gegen was. Obwohl so viele Kampfschreikarten haben die bis jetzt nicht gespielt. Das ist meistens eher alles auf Todesröcheln ausgelegt. Also, ja, ich meine, anschauen werde ich mir den Boss da mal und, ja. Sollte ich verrecken, kann ich dann immer noch irgendwie was umstellen oder dann sehe ich eh, welche Karten spielt der so und daran kann man sich dann eh orientieren. Ja, jetzt haben wir noch ein bisschen gequatscht in dieser Folge. Habt ihr ein bisschen mein Deck gesehen? Ja, ich hoffe, diese Folge hat euch wieder gefallen. Falls ja, lasst doch einfach eine Bewertung da in Form von Daumen nach oben, Kommentar und Like. Ja. Dann würde ich mich freuen, wenn ihr in der nächsten Folge auch wieder einschaltet. Also macht's gut. Ciao, euer Graphos.